Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio mit Benny und Wesley irgendwo da oben am Sachen machen. Nein, die laufen einfach nur weg. Die. AKW bauen. Ja, genau, so sieht das aus. Und das macht ihr gut. Ja, Gefällt mir nimmt sehr. meine Robis. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja, wir machen hier weiter Steinzeug. So, Benny, Und. darf ich das bauen? Ja, ich bitte darum. Ich überlege kurz. Wir haben vier Kernreaktoren, 48 Wärmetauscher. 8 du Scheibenkleister. Okay, ja. Ja, nee, alles Also ein gut, alles gut. Wärmetauscher braucht, wie viel Wasser braucht der normal? Steht das nicht, wie viel Wasser der braucht? Ja, muss ich wohl gleich schätzen. 48, machen wir 48, 8, dann haben wir 6. Ja. Ich habe keine Fließbänder. Dann machen wir hier mal schön mittig, ne? Das geht raus, das geht raus. So. Das rein. Die könnten wahrscheinlich gleich wieder stören, Benny. Ja, ist so. Nein, Ja, wir ich stören habe jetzt hier nicht. so ein. Ja, dann mache ich die halt wieder weg. Ich wollte halt hier ein Warum? bisschen Logistik hin ranbringen, weil ich dachte, vielleicht brauchen wir das mal. Hier fehlt irgendwo ein Signal. So, das machen wir Was so. machst du denn da? Du gehst da gar nicht hin. Zack. Zack. Ach, willst du es mit Aber Robis machen? ja, machen wir mit Robis, oder? Das ist am einfachsten. Okay. Hier baust du alles zu, dann kommst du mit Fließbänder kommen ran. Okay. Ich find's besser. Ja. Müssen ja nicht viel anfordern. Der muss nach da Kannst du knicken. das hier wie mit der Forschung machen? Von einem ins nächste reinknicken? Das. Ja, die müssen nebeneinander stehen. Oder willst du knickes hier an der Seite stehen? Ja, aber wenn ich jetzt hier einen Kann hinstelle und ich. sage, er soll hier Ja, guck, von probier's da aus. nach da knicken. Ja, dass er da so achso, nee, okay, dann jetzt andersrum, warte. Von da nach da. Jawohl. Schmeiß mal was rein. Hat einer was? Was denn? Stoff, der brennt. Aber fordert doch an. Brennstoff. Hab's gleich. Erster. Wir haben gar nichts gemacht. Doch angefordert. Unten oder was? Oder Kiste? Kiste. Kannst weg reinlegen. Anforderungskiste. Macht er nicht, ne? Nee, leitet er nicht weiter. Der Shift. Schief. Ihr macht das, Jungs, ihr macht das. Vollstes Vertrauen. Och Mann, oh. Gefällt dir jetzt nicht, Ja, dass du dann. mein vollstes Vertrauen hast. Ja, genau. Das mag ich nicht. Also, hast du den gerade gesetzt, oder? Ja. Ihr Ja, müsstet okay. denn noch euer Logischsystem da weiterführen, damit das denn auch angebunden ist. Ach so, ist noch, ja. Kommt noch. So. Wie machen wir das denn am klügsten mit dem Wärmetauscher? Ja, ich glaube, Stein ist on the way. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist denn der Zug schwarz? Aber der färbt sich ja automatisch. Wir haben da ja Mods. Ja. Ist ja strange.
bringen wir schnell mit auf. Stein ist da. Dann kümmern wir uns nochmal, dass wir die Verteidigung da ein bisschen weiter hochziehen. Das heißt, die Dinger verbrauchen, obwohl sie nicht genutzt werden gerade. Das heißt, wo wollt ihr denn Stein hinhaben? Haben wir nicht noch einen Waggon leer? Und dann kannst du ja gucken, wo hier... Achso, nee, da unten war es irgendwo. Benni, kannst du mal Waterfill binden? Kann man ja auch eben schnell selber hier. Wie viel brauchst du denn? Ja, warte, ich mach's hier. Waterfill? Boah, ich hatte doch Waterfill hier. Wofür brauchten wir denn überall Steine? Ach, gehörte das... Die kleine Wesley-Schmelze hier, war das eine Ziegelsteinfabrik? Was? Ja, genau. Heißt, da unten ja, muss Stein dran. Heißt, machst du aber muss klein, weil es reicht, glaube ich, das Allerkleinste, das du hast. Weil ich habe da bei mir viel zu große Tropfen gemacht für die Factorissimo. Danny? So nennen mich meine Freundinnen und Feinde. Ja, und ich. Die ja. Crushed Stone oben bei deiner Biofabrik. Brauchst du die? Die brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Heißt, die Steinzufuhr brauche ich nicht füttern? Nee, es sei denn, die wandelt den Mod irgendwann wieder um. Gut, dann lasse ich die Line einfach liegen und bind die Seite einfach nicht an. Deal? Ja. Vorerst. Insuffizient Warum? Items. Warum kriegen die keinen Strom? Ach so, wir laufen hier schon auf Notstrom. Immer. Ja. Die Akkus springen mich gerade immer an und aus. Jetzt laufen wir gerade auf Akku. Base ist abgeknipst. Gefällt mir irgendwie, oder? Irgendwo. Das ist auf jeden Fall schön symmetrisch. Irgendwas passt aber nicht. Ach, bin ich im Weg gestanden. Jetzt so viele? Ja. 4, 5. Passt das Verhältnis nicht. Zehn Stück dann, oder wie? Okay. So, dieser Bau brauchen wir jetzt noch dreimal. Aber das wird rechts, oben, unten, doch, passt hin. Können wir ein Kreuz bauen, ne? Ja, oder aber passt halt auch hier nicht, dass zwei es, noch nach oben, eine unten. Ja, nicht, dass es hier wieder dieses Sonnengott-Symbol ist, das. Du weißt, was ich meine, ja. Ja. Das ist so blöd. Ein Kumpel von mir auch so, guckt mein Auto an und meint, hey, du hast da so ein Kreuz auf den Felgen. Und seitdem der das einmal gesagt hat, sehe ich jedes Mal dieses Kreuz immer auf meinen Felgen, ja. Immer. Immer. Das ist wie also, diese... bei mir Toilette. In den Fliesen. Das sind so... Ach so, ich dachte gerade, deine Freunde gleich sagen dir, ja, wie das auf der Toilette aussieht. Schwierig. Jedes Mal, wenn ich auf dem Klo sitze, muss ich das anlegen. Okay, einfach das. Ich erinnere mich da immer an die Stories mit den Songs, mit Musik, mit den Verhörern. Diese Agathe Bauer Songs? Ja, sowas. Das ist bei mir immer ganz böse. Hast du da an Strom gedacht hier? Notstrom. Klar. Geht das so? Kann alles. Das ist ja cool, dass es so geht. Das sieht ja lustig aus. Eigentlich können wir die alle anschließen, das ist egal. Können wir einmal so rumgehen. Oh, ich habe keine mehr. Was braucht man um die Heizrohre? Ganz viel Kupfer und Stahl. Heizrohre, 15 kann ich bauen.
Oh, wo sind die? So, was sagt denn die Forschung? Können wir irgendwas forschen, was Sinn macht? Forschungsgeschwindigkeit. Spezialisierte Lokomotiven? Schwere Lokomotiven? Express-Lokomotiven? Oh, wieso leuchtet das alles rot? Oh, cool. Schwere Lokomotiven haben. Wesley, was ist die Höchstgeschwindigkeit von einer Lokomotive? Von einer Standard? 280? 280? 200. Wir haben hier eine schwere Lokomotive, die hat eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h, beschleunigt aber schwere Züge rascher auf Höchstgeschwindigkeit und hat eine Zugkraft von 2 Lokomotiven. Oder Express-Lokomotiven. Nee, 260. Die haben eine Höchstgeschwindigkeit von 324 km/h, geeignet für große Distanzen. Ja, haben aber doppelten Treibstoffverbrauch. Irgendwie sieht es nicht schön aus. Was? Entschuldigung. Hat mir Mühe gegeben. Müssen die hier separat oder da wieder rüber verbunden sein? Oder wie müssen die Heizrohre überhaupt verbunden sein? Einfach dran. Wer leitet die Energie selber weg? Willst du das symmetrisch bauen? Ja. Soll das schön aussehen? Ja. Willst du unbedingt, dass das schön aussieht? Klar. Laserverteidigung, nehmen wir jetzt die Advanced? Nee, ne? Nehmen wir noch die normalen, oder? Ja. Passt so, oder? Obwohl, ihr macht ja gleich Strom on Mast, oder? Ja. Ja, denke ich nicht. Strom am Mast, ja. Ja, dann nehme ich mir einfach mal 25 von den Ultra-Dingern mit. Wo sind denn meine Pumpen? Da. Pupen? Pupen, ja. Pumpen. Ah, das hast du hier jetzt natürlich richtig schick gemacht. Zack, gut aus, ne? Ja. Ich find's gut. Steinabholung. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ich find's bestimmt nicht gut. Das sieht geil aus, ja. Doch, da hat er mal was richtig Geiles gemacht. Mal wieder. Smike. Die alle loslaufen. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch an. Jetzt haben wir Strom. Ohne Ende. Kannst alles andere abklemmen. Nie wieder Stromprobleme. So, also Knichnet. So, möchte, neue Wette? Du einstellst hier. Was? Was ist eingestellt? Kupferwette? Von der Kupferwette, was ist da jetzt raus geworden? Weiß nicht, sind wir schon am Ende? Ich erinnere mich an keine Kupferwette. Was steht denn? Also, du nicht, aber mein Zettel. Was steht denn da? Folge 65 hat der Herr Witzle gesagt. Hälfte ist rum. Mhm. Nicht nett. Ja. Kannst du hier logistisch einstellen? Ich bin nicht mehr logisch heute. Manno. Weil wir können ja jetzt hier die ganze Kohle und vor allem die Festbrennstoffe können wir uns doch jetzt sparen. Wenn wir das jetzt abklemmen, so dass es nicht mehr weggebraten wird, solange Nukular läuft, oder? Ach, dass unsere alte Stromversorgung nur dann läuft, wenn Nukular. Ja, schwächelt. Aus irgendeinem Grund. Oh, jetzt bin ich hier. Irgendwann gibt's, führen die echt noch Kollisionsschaden ein. Dann haben wir echt ein Problem. Nur wegen dir. Dann haben wir ein Problem. Ne, Benny? Ja. Wir, vor allem ich und ja. Also, der braucht Eisenplatten, das und das. Und was, kann man die leeren Dinger dann wieder verwenden oder so? Ja, die müssen wir verarbeiten. Die Forschung haben wir aber noch nicht. Ah, okay. Was? Also müssen wir jetzt erstmal irgendwo anfordern? Können wir erstmal hier anfordern. Und dann werden, ja, die können wir hier so. Fordern die hier einfach mal an. Wo
Oh Gott, wie heißt 20.000? Dann kommen sie hin. Forsch das jetzt mal einfach. Dauert ein bisschen. Weil das schon eine dicke Forschung ist. Yay! Das Warnhaus ist auch schon richtig gut gefüllt mit Uran. Es geht gut ab da unten, ne? So, also Wesley sagt, wir brauchen nie wieder Strom. Richtig. Warte mal ab, bis ich meine Verteidigung hier aufbaue. Dann laufe ich hier mit einem Upgrade-Plan herum. Öl für die Türme. Zack. Baum weg. Oh, diese neue Hacke ist echt toll. Verbrennt der dann eigentlich immer gleich 5 Stück oder nur eine? Weiß ich jetzt nicht. Nachbarbonus 200. So. Gottes Willen, das sind ja schon wieder 16 Minuten hier. Alter, geht das schnell. Alter, Faller. Ja. Ich habe wieder ganz clever daneben gestanden und gequatscht, während der Wesley gebaut hat. Echt super. Das ist gut. Ja. Weißt doch, delegieren statt arbeiten. Ja. Da geht der Trend hin. So, ihr habt Strom. Dann machen wir da noch. Dann ist ja jetzt eigentlich schon fast langweilig, oder? Wir haben ja jetzt eigentlich alles, oder? Ja klar, wir haben natürlich schon 1000 Raketen gestartet. Achso, wo hast du die Blaupause? Ja, fertig bitte. Wesley und ich hatten eigentlich vorher die Idee, weil wir mussten mal wieder auf dem Knichtnet warten, bevor ja, wir aufnehmen konnten. Sorry, dienstlich. Völlig ohne Vorwurfshaltung möchte ich es jetzt hier mal ganz beiläufig erwähnt haben. Und dann haben wir auch überlegt, wir könnten doch jetzt eigentlich, weil der Wesley hat sich den Spielstand gespeichert gehabt, wo wir aufgehört hatten, dass wir da jetzt einfach mal geschwind die Rakete bauen, eine Blaupause ziehen. Und sobald wir dann mit dem Knichtnet aufnehmen, werden wir einfach mal die Blaupause posten, kurz quatschen und dann die Rakete starten. So ungefähr. Wupp, ich hab da mal was vorbereitet. Genau. Also eine Blaupause von der kompletten Base nehmen. Ja. Das. Wir haben einen alten Spielstand und dann setzen wir einfach hier irgendwo daneben. Ja, Stein ist dann safe, würde ich sagen. Your Shuttle Train ist roofing. Muss man schon Danny. Sehr schön. So, und jetzt eine Blaupause und bis nach hinten durch, oder? Und dann um eine Kurve. Oh, mit Beton! Beton! Vergisst mal so ein Satellitendings da mal hinzustellen. Wäre voll cool. So ein Radar-Ding, Gedöns-Dings. Macht man damit eigentlich? Was? Macht man damit eigentlich? Auf der Karte gucken. Ach, ein Radar! Ich dachte, ja. Du weißt, dass uns die Fläschchen sowas von ausgehen werden. Werden die noch hinten erweitert oder ist das hier optimal? Benny, da ist überall Produktivität drin. Wesley? Was? Werden die noch nach hinten erweitert oder ist das alles optimal hier berechnet? Mit den Dampfmaschinen und den Turbinen. Achso, nee, das ist so berechnet. Ja. Zack, kommt dahinter. Sollte eigentlich berechnet Radar sein. Die Wassermengen müssten stimmen. Ja, guck mal, dann haben wir fast die komplette Base jetzt als Radar. Bis auf die Erweiterung hier. Strom hast du vergessen. Ach, da kommt das nicht dran. Ja, das reicht nämlich genau nicht. Okay. Oh,
machen wir das mal. Ich glaube, das muss ich jetzt erstmal einknicken, bis da die ganzen Module, die Fläschchen hinten angekommen sind. Module habe ich gerade automatisiert. Module hast du automatisiert? Nur die Groten. Achso. Damit die da. Wie das hier aussieht. Ja, weißt du, diese Dinger werden arschlangsam. Ja. Wenn da keine Module drin sind. Guck, die ohne Module haben 140%, die mit Module haben nur 70%. Ich finde das viel geiler, wie die hier alle am Knicken sind, ey. Ich habe noch nie Labore so viel am Knicken sehen. Hammer geil. Ja, bis die nach hinten halt aufgefüllt sind. Ja, das ist richtig cool gemacht, das gefällt mir. Ja. Eigentlich müssten wir es jetzt hier noch so kaskadiert nach unten noch ein bisschen erweitern. Ja. Wieso haben wir eigentlich hier noch keine Nixie-Tubes? Um zu gucken, von welchen Fläschchen die viel haben. Ja, warum nicht, Wesley? Ich dachte, das hätten wir schon mal gemacht. Ja, Ding. Nein. Ja, ich würde sagen, dann denken wir in der nächsten Folge weiter, oder? Okay. Okay. Ja, wir sind hier so ein bisschen auf Druck, Leute. Wir müssen eine Urlaubsvorbereitung machen. Währenddessen Wesley hier betoniert. Ja, also ich bitte das zu entschuldigen, dass wir jetzt hier wirklich auf 20 Minuten beharren. Und kennen die Leute gar nicht mehr. Ja, wie so gut. Ja, genau. Und ja, dementsprechend halt, das ist halt der Urlaubsvorbereitung geschuldet. Ja. Das überschneidet sich bei uns leider, deswegen müssen wir auch ein bisschen sehr viel vorproduzieren. Aber ja. Ja, kommen auch wieder andere Tage. Natürlich zur falschen Zeit in Urlaub geht. Ja, genau. Ich. Mhm. Natürlich ich. Wer sonst? Ich halt. Ich. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Spaß bei eurem restlichen Tag. Verbringt ihn sinnvoll und wir sehen uns denn übermorgen wieder. Ich würde mal sagen, übermorgen wieder. Ich würde immer übermorgen sagen, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja. Gut, Freunde. Dann vergesst nicht, bei Benny reinzuschauen. Auf jeden Fall beim Gnichtnet reinschauen. Ja, und bei Benny und beim Gnichtnet und werbefreie Zone gucken. Ja. Und im Übrigen, auch ganz wichtig zu erwähnen, wir nehmen nicht nur auf, sondern der Wesley, der streamt auch immer wieder mal. Also ruhig mal bei Twitch reinschauen und nach dem Wesley suchen. Und der hat gestern auch gestreamt, hab auch mal kurz reingeschaut, aber dann kam natürlich meine Freundin und meinte, Essen ist fertig, deswegen konnte ich da leider nicht allzu lange zugucken. Das weiß ich noch, da hat er sich gefreut, schon mit schön großen Grinsen auf dem Backen mit der Lasagne vorm Rechner hingesetzt und plötzlich sagte ich im Stream, so, dann bin ich mal weg. Echt, und das kann jetzt nicht wahr sein. Und ich kann mir nicht gut vorstellen, wie er dann da saß, ganz traurig. Da habe ich nur meine Lasagne. Kann ich nicht gucken. Ja, aber Lasagne war lecker. Alles klar. Ja, ist doch immerhin. So muss das sein. Ja, genau. Okay, also gut, dann Leute, wie gesagt, auch mal, falls euch zwischen den Folgen zu langweilig ist, mal gucken, ob der Wesley nicht streamt. Der spielt mit noch mehr Mods und noch ausgefallener und noch produktiver. Ja, der Bob and Angel Mod, einfach. Kannst du sagen. Ja, und noch ein paar eigene Sachen hast du ja auch noch mit eingebaut. Ja, ein paar. Ja, genau. Also wie gesagt, einfach mal bei ihm auch reinschauen, der freut sich bestimmt. Ja, das ist ja nett. Und wir auch. Jupp. Genau. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.